Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir aus einer Paragon-Kiste bekommen können. Und zwar das Toy Defektes Goliath-Handstück. Und was macht es? Schnippt mit den Fingern des Handstücks und vernichtet so sofort die Hälfte der Kleintiere innerhalb von 40 Metern. Der eine oder andere wird jetzt sicher wissen, auf was das angespielt ist. Natürlich auf Thanos, der ja auch einiges vernichten wollte. Ich habe den Film tatsächlich selber nicht gesehen, aber die Referenz habe sogar ich geblickt. Und ja, ich würde sagen, wir probieren das mal aus, beziehungsweise ich sage euch erst, wo wir das herbekommen. Wir kriegen das aus einer Paragon-Kiste raus, und zwar aus der Paragon-Kiste von den Aufgestiegenen. Da hatte ich ja euch schon mal ein Toy gezeigt, heißt, aus der Kiste gibt es insgesamt 2 Toys, die wir uns holen können. Und jetzt habe ich das zweite Toy aus der zweiten Kiste rausbekommen. Auf WoWhead haben wir noch keine Prozentchancen, wo ich das Ganze hier aufnehme. Bei mir war es jetzt die zweite Kiste von den Aufgestiegenen. Ich hatte den ersten Toy drin. In der ersten hatte ich, glaube ich, ein Toy und ein Pet. Und in der zweiten hatte ich jetzt das zweite Toy drin. Also die Drop-Chancen scheinen sehr, sehr gut zu sein. Ihr seht, in meinem Inventar ist auch noch ein Mount. Also wer das Opening nicht gesehen hat, ist jetzt hier auch ein bisschen gespoilert. Die Drop-Chancen von den Paragon-Kisten sind gut. Da brauchen wir uns echt nicht beschweren diesmal. Also das kriegt man relativ schnell. Was müsst ihr dafür machen? Ihr farmt die Aufgestiegenen auf Ehrfürchtig und dann nochmal 10.000 extra Ruf. Und dann gibt es eine Paragon-Kiste, und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr eins der beiden Toys oder das Pet raus. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus, lernen das einmal. Und dann muss ich hier die gesammelten einblenden. Jetzt schauen wir mal, defektes Goliath-Handstück. Und jetzt müsste innerhalb von 40 Metern die ganzen Kleintiere hops gehen. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir jetzt 3 Stück. Setzen wir es mal ein. Es kommt ein Cast. Okay, da mussten 2 dran glauben. Ich weiß jetzt nicht, die Made, die müsste wahrscheinlich auch in Range gewinnen. Nee, das ist ein normaler Mob. Es ist wirklich nur die Kleintiere, man kann ja nicht keine richtigen Tiere mit töten. Also die Viecher, die man eh one-shotten würde. Ich frage mich, ob man auch Pet-Battle-Mobs damit tötet. Das wäre natürlich nicht so nice für den einen oder anderen Pet-Battler, wenn man eben alle wegklopft damit. Aber gut, man kann die auch normal töten. Von dem her ist es jetzt kein großes Drama. Oh, hier wären jetzt nochmal richtig viele. Hat insgesamt 1 Minute Abklingzeit, also jetzt nicht so krass. Und hier steht noch dran, das Rand notiert nur zu etwa 50% effektiv. Ja klar, es haut nur 50% der Tiere um. Ja, auf jeden Fall ein ganz lustiges, kleines Toy, muss ich sagen, an der Stelle. Mit einer kleinen, lustigen Anspielung. Ich würde sagen, wir setzen es jetzt nochmal ein. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob wir wirklich was in die Hand nehmen. Ob wir einfach nur was casten. Setzen wir es nochmal ein. Ah, wir haben sogar die Hand. Ah, okay. Das ist ja nicht schlecht. Okay, das ist wirklich so ein riesiger Handschuh quasi, den wir da in der Hand haben. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, dass ihr ähnlich viel Glück habt wie ich. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch möglichst schnell aus den Paragon-Kisten die Items rausziehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.